Servus, liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinema Noel aus Liebe zum Film. Ja, wie ihr vorhin schon sehen konntet, habe ich ganz zufällig den lieben Micha und den lieben Roland, war das richtig, Micha, Roland? Ja. Im Saturn beim Shoppen getroffen. Jetzt sagt ihr, was macht der Manuel beim Shoppen? Der darf ja eh nichts kaufen, hat ja einen Sabbatmonat. So ist es auch, ich habe nichts gekauft, können die beiden auch bezeugen, oder? Ich habe nichts mitbekommen. Ist okay. Und da dachte ich mir, ich lade die beiden mal ein direkt zu mir, um das eine oder andere Gläschen zu trinken, das wir auch getan haben, wie ihr hier sehen konntet. Natürlich nur in Maßen. Wir Bayern trinken nur in Maßen. Manchmal über das Maß hinaus. Ja, ich habe mich zurückgehalten. Und ja, war ein sehr cooler Abend. Und haben mir gedacht, wir präsentieren euch mal meine Neuzugänge der abgelaufenen Kalenderwoche. Jetzt sagt ihr, ey, du darfst doch gar nichts bestellen, aber ihr wisst ja, meine Asia-Sachen habe ich nicht abbestellt, wäre schwachsinnig gewesen, die zu stornieren, nachdem die ja innerhalb von Sekunden ausverkauft sind, diese Editionen, die fallen nun mal in den Sabbatmonat rein und ja, die wollen wir euch jetzt gemeinsam präsentieren, der Micha, der Roland und ich. Los geht's, würde ich sagen. Gut, Micha, greif zur Tat, hol mal die Editionen rüber, du musst glaube ich nur nach links greifen. Sehr cool. Ja, dann würde ich sagen, jeder holt sich etwas raus. Micha, links, den ich nehme. Nein, das ist meine. Ihr seht, freie Auswahl. Ja, nimm die linke. Links ist da, wo der Daumen rechts ist. Nimm die. Dann würde ich sagen, du nimmst die goldene Mitte. Und ich nehme hier rechts. Ja, warte, wir wollen das ja noch nicht so reinhalten, legen das mal hin. Wie ihr sehen könnt, hier richtig original, Shanghai Karton. Ja, Adresse haben wir jetzt hoffentlich nicht reingezeigt, wenn nicht, dann schneide ich es weg. Wir haben auch hier, das sind die Booklets zu den Editionen. Hier direkt, oh ja, tolle Bilder aus Asien. Wer mag vorlesen, wie lautet die Schlagzeile? Hallo Moskan. Ja, also wie gesagt, da gibt es auch ein bisschen was zu lesen, falls man aufs Klo muss. Das tun wir jetzt mal auf Seite. Ja, und ich würde sagen, bevor wir die Editionen auspacken, müssen wir natürlich was tun? Ja, die Kondome auspacken. Die Kondome auspacken, da haben wir gestern extra. Es wird zwar schwierig nur mit einem, aber diese Sache wird garantiert in die Annalen eingehen. Ja, da dürften schon drei Finger reinpassen. Ja, drei. Er hat Anal gesagt. Ja, ich würde sagen, wir hatten noch ein Messer irgendwo. Das ist doch kein Messer. Micha, da drüben links. Das Kantonmesser neben dieser Brause, Zuckerbrause vom Hersteller, den wir nicht nennen möchten. Und ich würde sagen, wir gehen von rechts nach links. Komm, wir sind in Deutschland. Wie im Straßenverkehr. Doch keine Kondome anziehen. Oh, doch, doch. Kondome anziehen. Mensch, ja. Kondome, die richtige. Also, wir nehmen die richtige Kondome. Hier, mein lieber Freund. Eins, zwei. Eins, zwei. Ja! Hey, Lichtblasen. Blasen kommt später. Wie war das mit dem Mund geblasen vorhin? So. Ja, Roland, dann fang schon mal an, während wir uns hier à la Grey's Anatomy. Bück dich mal. Wie geht es beim Proktologen? Oh ja. Boah. Wir hatten eine innige Beziehung. So. Oh, meine ist gerissen. Ja. Tja, 9 Monate später. Roland, alles klar? Alles klar. Wie läuft's? Ich zerschneide dir jetzt erstmal den Spine. Boah! Spine Slash. Also, du hast es mit dem. Ja, sehr gut. Passt schon. Passt schon. Ist jetzt nicht. Halt's einfach zurück. Weißt du, ich zieh neues an. Das ist zieh neues an, genau. Stück dir neues über. Der Roland ist schon kräftig am Auspacken. Roland, zeig uns doch mal, was du da hast. Erstmal in die Kamera schön rein. Moulin Rouge
Genau. Moulin Rouge von Blue Fans im exklusiven Lenticularschuber. Sehr geil. Sehr geil. Jetzt machen wir die Folie ab und dann werden wir uns das Ganze mal ein bisschen genauer ansehen und mit unseren schönen kondomisierten Fingern betatschen. Kommt immer noch nicht klar, ja? Schon lange nichts mehr benutzt, sowas, ja? Ich benutze sowas nie. Nie? Nee. Okay. Boah. Okay, da ist auch ordentlich Material drin. Da ist ordentlich Material drin, ja. Sehr cool. Genau, pack mal aus. Vielleicht hetzt du den Schuber noch mal kurz rein. Vorderseite, ne? Ja, da haben wir ja einen richtigen geilen Lenticular. Also der Lenticular ist ja Hammer. Schön. Richtig geiler Lenti-Effekt. Ja. Rückseite, ich glaube, der... Rückseite klebt da was drauf schon mal. Ja, ja. Ja, shit. Der ist aber der abnehmbar. Ja, warte, ja. Schneid mal mit dem Ding durch, mit dem Messer durch. Oder? Einfach diesen Punkt, oder? Den Punkt durchschneiden? Ja, denk schon. Probier es. Aber nicht der Schuh weit so schneide. Uiuiui. Du vertraust mir das an? Klar. Schatz, hol schon mal die Gnade aus dem Keller. Steht hinter dir mit der Schrotflinte. Naja, wir haben eine gute Haftpflichtversicherung. Ja, wir sind ja keine Verpackungssammler, verstehst? Und bei uns zählt ja nur der Film. Okay. Hier ist nochmal was exklusiv. Wow. Also mit Prägung. Oder was ist das? Aufdruck? Ja, mit Prägung, Aufdruck. Würde ich sagen. Endgeil. Mega. Ja. Sehr geiler Schuber. Wow. Also wirklich klasse. Wow. Aha. Okay, was ist das hier? Kannst du ruhig auf Seite legen, das passt. Ja. Nicht fusseln hier. Fusseln. So. Exclusive 27. Blue Fans Exclusive 27. Das kann man wohl auch aufklappen. Ja, warte. Das ist ineinander gesteckt, oder? Ja. So wie das aussieht. Darf ich mal versuchen, mich da. Oh, wow. Aha. Oh, weil. Oh, das ist nichts. Yes, ich habe ihn rausbekommen. So. Boah, das ist dann ja geil. Okay. Dann gucken wir mal. Das ist, glaube ich, Zertifikat. Wow. Okay. Mit der Edition und Limitierungsnummer drauf. Ja, es limitiert auf 1000 Stück und hier die Nummer 427. Genau. Hammer. Richtig cool. Also echt geil. Also das sehe ich jetzt auch zum ersten Mal so, oder? Das ist Zertifikat. Cool. Das ist wie so eine Hochzeitskarte oder sowas. Ne? Ja, ja, genau. Voll geil. Also die lassen wir mal jetzt so außen vor. Dann bitte weiter, Roland. Ja, dann haben wir hier ein Booklet. Ja. Ja, wow, das ist kleines Heftchen. Auch schön gemacht. Auch schön gemacht, genau. Wow. Das Ganze noch in Englisch? Ja, ja. Ja, Englisch, okay. Genau. Die sind ja manchmal teilweise koreanisch, teilweise englisch gehalten, gell? Meistens am Anfang. Okay. Sieht wirklich klasse aus, das Booklet. Klasse also aus. Absolut cool. Ja, tolle Bilder. Ach, super, ja. Genial. Ich würde sagen, dann machen wir mit dem Umschlag weiter. Ihr seht währenddessen Close-Ups eingeblendet von uns halt, die ich nachträglich gedreht habe. Natürlich. Geil. Und ja, Wahnsinn. Oh, wow, schau mal, das sind so Charakterkarten. Ja, aber, wow. Aber nicht Hochglanz, sondern so dieses matte Ding. Also sehr geil. Sehr tolle Karten. Okay, cool. Scheint auch so ein raues Papier zu sein. Ja, ja, ja. Schön. Dann würde ich sagen, machen wir direkt mit dem Steelbook weiter. Sehr geil. Wow, das ist ja der absolute Hammer. Was ein geiles Steelbook. Also wir haben hier eine Rahmenprägung in so einer Verzierung. Also das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Das sieht richtig geil aus. Die Schrift Moulin Rouge ist komplett geprägt. Ja. Diese Briefmarke oder dieses Plakat ist geprägt. Ja, endgeil. Und ein toller Druck. Und auch von hinten, auch mit Rahmenprägung. Einfach hin, ich brauch den Aufkleber. Tolle Szene. Ja. Sehr geil. Rahmenprägung, Spine, das etc. Sieht, auch sieht klasse geil aus. Also vor allem der Rahmen auch, der wertet das Ganze auf. Ich würde sagen, wir machen das Ganze jetzt mal auf. Nimm mal. Oder. Jetzt, ich hasse diese Dinger. Die sind meistens so zusammengeschweißt, als müssten sie einen Atomkrieg überleben. Gut, wenn man den ein oder anderen Paketdienst sieht, da meint man schon, da muss man den. Das ist richtig. Ja, das ist richtig, oder? Also da kann man auch sagen, Gott sei Dank haben wir die Gummis an, gell? Ja, das ist auch komplett hochglanz. Absolut, wow. Alter.
Falter, das sieht cool aus. Ey. Wow. Also ich habe noch nie so eine geile Prägung gesehen. Das ist echt das geilste Steelbook, was ich in den Händen halten konnte. Auch von dem Farbdruck da drauf. Das ist wie ein Foto. Ja. Also Hochglanzfoto, gell? Also so richtig wie aus einem dieser Magazinen raus, gell? Auch die Rückseite geprägt. Das ist der Hammer. Wow. Dieses Jahr muss unbedingt eine Top 10 der neuen Steelbooks sein. Und die Seite auch geprägt. Boah. Was? Welche Seite? Das sah so aus. Ja, aber okay. Vorne und hinten die Rahmenprägung ist genial, genau. Ja. Machen wir es mal auf. Okay, so sieht das Ganze dann aus. Mit Disc. Soll ich die Disc rausnehmen? Ja. Du hast es jetzt gerade so schön in der Hand. Kannst du das präsentieren, den Innendruck? Also richtig auch coole Szene, wie es aussieht, oder? Wir haben jetzt hier natürlich keinen deutschen Ton an Bord, ist aber bei so einer Edition, glaube ich, eher zweitrangig. Ja. Also man guckt ja auch, klar, O-Ton im Film, man kann ja auch den Film gucken. Jetzt aber hier zählt eindeutig die Verpackung, muss man sagen, muss man auch zugestehen. Das wurde wegen der Verpackung gekauft. Na? Hallo Vögelchen. Ihr seht, wir sind gut zu vögeln. Ja, okay. Also wirklich, warte, wir tun die Disc rein. Wirklich erstklassiges Steelbook und erstklassige Edition. Willkommen zum Sandwich. Nicht bei Subway, sondern bei Cinemanuel. Die zwei sind die Brotteile und ich bin die Wurst. Nee, okay. So, meine lieben Freunde, das war jetzt also Moulin Rouge Blue Fans Exclusive 27, Roland. Genau, präsentiert vom Roland. Wie findest du die Edition? Also das ist das geilste Steelbook, was ich je gesehen habe. Und auch die ganzen Zugaben da drin, die sind richtig cool. Der Lentikularschuber, der ist schon alleine ein Hingucker. Aber das Steelbook mit dieser Prägung, mit diesem Gestalt, auch mit diesem Gold, das ist ja der absolute Hammer. Tierisch aus. Ja. Okay, dann schauen wir mal, ob wir das noch toppen können. Micha? Filmwelt. Ja, und ich darf euch eine Blue Fans exklusive Edition von Romeo und Julia mit Leonardo DiCaprio und mit Claire Danes. Ist wurscht, gell? Wir nehmen sie, wie sie kommen. Ja, was wir hier schon sehen können, ist hier natürlich schon richtig, richtig geil, denn wir haben hier auf diesem Cover einen Bilderrahmen, wo mir natürlich Romeo und Julia hier am Küssen sind, und das ist ein 3D Lenti-Effekt, ja, in dem Cover integriert, würde ich sagen. Es ist kein komplettes Lenti, oder? Doch, ist ein Lenti. Nein, du hast recht, das wäre mir gar nicht aufgefallen. Nein, das ist kein komplettes. Ist nur dieser Bilderrahmen, oder? Das ist cool. Oder? Es ist ein komplettes Überzug, so Lenti-Überzug. Richtig, genau. Aber der Lenti-Effekt ist nur im Bilderrahmen. Also das ist echt der Hammer. Also das ist richtig cool. Haben wir so auch noch nicht gesehen. Ja, von hinten sieht das Ganze so aus. Ich gehe mal davon aus, dass man hier auf jeden Fall so ein, auch nochmal so ähnlich wie bei Moulin Rouge, nochmal eine separate Zertifikat dabei haben. Ich würde sagen, ich mache das Ganze jetzt mal auf. Genau. Und da werden wir auch sehen, das Ganze ist ein One-Click. Das müsste dieselbe Limitierungsnummer auch haben wie Moulin Rouge. Auch, glaube ich, limitiert auf 1000 Exemplare, oder? Ebenfalls, genau. Kann. Ja, sehr geil. Und wir haben hier ebenfalls die Nummer 427, oder? Sehr cool. Also wirklich One-Click. Blue Fans Exclusive, sehr, sehr geil. Also wirklich abnormal. Bitte auf Seite tun, den Aufkleber. Dran, du weißt, ich sammle alles. Gut. So, ich mache das gleich hier schon mal direkt ab hier. Ja, genau. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen Erfahrung. Ne? Jetzt ist schon beim zweiten Mal ist nicht mehr ganz so schlimm. Jetzt geht das schon ein bisschen schneller vonstatten. Ja, sehr gut. So, ja. Also wie gesagt, vorne einen coolen Lenti Kulakaber. In dem Bilderrahmen natürlich den Lenti-Effekt. Der Schuber selbst ist hier komplett in Hochglanz. Ja, von der Seite sieht das Ganze so aus. Hier ist die Numero 28. Ja, da haben wir natürlich noch ein 20 Fox sowie ein Blu-ray-Disc-Logo. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. In der Mitte haben wir dieses brennende Herz. Geprägt, ne? Oder geprägt, genau. Das ist hier komplett geprägt auf diesem Schuber. Auch richtig cool. Ja, und dann schauen wir uns mal die
Limitierungskarte oder Limitierungskarte, Zertifikat, genau, kann man sagen. Ich würde sagen, die brauchen wir hier nicht aufzumachen oder sonst nochmal zusammen. Ja, wir machen es mal. Machen wir auf hier, genau. Ja, lass mal nochmal vorsichtig sein. Also das ist ein bisschen fummelig, muss richtig, man ganz klar sagen. Vorsichtig hier zu Werke gehen, dass nichts einreißt. Und ja, wie bei Moulin Rouge, auch genau, hier ist diese Zertifikat Seite drin und alles original, alles super echt und auch limitiert auf 1000 Exemplare, wie vorhin schon erwähnt, 427 die Limitierungsnummer hier, selbe wie Moulin Rouge, also sehr geil. Und dann machen wir weiter. Genau, dann holen wir mal die ganzen Sachen hier raus. Ja, der Schuber selbst ist auch sehr stabil. Ja, ja, auch sehr hochwertige Schuber. Ja. So, wir haben jetzt hier noch ein, zeige ich erstmal, den Booklet. Ja. Da haben wir natürlich auch einige Seiten mit Text und einigen Filmszenen mit dazu. Das Ganze jetzt hier auf Englisch, auch sehr gut. Hochglanz, gell, oder? Ja, glänzend. Nein, oder? Das ist ja nicht Hochglanz, ist aber nicht, ist jetzt nicht so matt, wie diese Karten da vorhin waren. Nein. Also sehr cool, das Booklet. Ich würde sagen, gehen wir gleich zu den Karten über. Ja. Genau, auch wieder das Ganze hier Briefumschlag. Briefumschlag, ne? Genau. Ja. Ist okay. Ja, und hier haben wir dann nochmal so einige Postkarten. Genau. Postkarten, das sieht von hinten so aus. Und von vorne dann verschiedene, auch nochmal so ein raues Papier, so ein Urkundenpapier, würde ich sagen. Ja, ja, so, genau. Also was Hochwertiges. Ja. Ist mal was anderes auch als nicht. Diese das ist richtig, genau. Das ist richtig. Okay, sehr cool. Haben wir verschiedene, also auch sehr klasse. Ja, dann kommen wir mal zu dem Steelbook und da kann ich jetzt schon sagen, geil. Ja. Ja. Geil. Ja. Also das glänzt jetzt hier schon, muss ich sagen. Gut, dass wir die Sonnenbrillen aufhaben, ja, sonst würden wir jetzt total geblendet werden. Wir ein Glück. Also haben wir gut vorbereitet. Ja, und wir haben natürlich auf dem Backmotiv natürlich auch eine Prägung. Also das muss ich jetzt mal öffnen, da bin ich jetzt voll... Du kannst ruhig mit dem da ganz vorsichtig reinschneiden. Ja, mach du das auch hier, genau. Wenn ich es kaputt mache, was ja meinst. Richtig, mein. Genau. Zu viel. Da, der Manuel ist ein scharfer Kerl, der kriegt das ab. Wie gesagt, ich nehme jetzt nur die Folie ab. Der Micha präsentiert. Boah, Alter. Also. Porno. Also, das ist wirklich. Porno also, at his best. Das ist schon Hardcore-Porno hier. Also, das ist schon cool. Also, wir haben natürlich hier eine richtig geile Prägung. Angefangen mit einer tollen Rahmenprägung. Ja. Dann haben wir natürlich die zwei Charaktere, Romeo und Julia, hier komplett geprägt. Affengeil. Dann natürlich die Fizierung, in der Fizierung. Ja. Dann natürlich die Titelschrift geprägt. Heftig. Also, das ist schon richtig geil. Das ist schon richtig geil. Ja, es ist komplett hier in Hochglanz. Ja. Und ja, das, toll, ja, ich bin gerade ein bisschen, ja, wow. Und da haben wir natürlich das gesagte Kreuz, haben wir hier geprägt, das genial. Ganze nochmal mit einer Rahmenprägung, also das sieht auch richtig klasse aus. Jo, also da muss man schon sagen, wie weit würde das vorne landen bei deinen Top 10? Wer ist die Nummer 1? Was gibt's Besseres, was fällt dir ein, außer Moulin Rouge? Ja, schwierig zu sagen. Also, das ist schon heftig. Also, so, das hier ist haben schon die, ganz großes Kino. Ich habe mal jetzt hier haben wir natürlich jetzt die Disc, genau. Auch sehr vom Motiv her. Ja. Und dann haben wir natürlich hier noch einen Innendruck. Genau, super schön. Ja. Also, passt absolut. Und auch, ist es dünn oder wertig? Nicht so, also ich nehme jetzt hier nicht viel, sein, ich nehme jetzt nicht hier nicht viel Kraft aus, es ist also sehr lapprig. Also vom Metall her würde ich sagen. Nicht das härteste Metall. Nicht das härteste. Wie ist er, zeig mal nochmal Moulin Rouge. Ja, das war auch ein bisschen. Also da merkt man, da ist die braucht man echt nicht viel Kraft. Ne? Also aber, ja, okay, aber vom Druck aber, her. Vom Druck her. Aber es fällt mir aber öfters auf, gerade bei Steelbooks, die eine Prägung besitzen, ist immer das. Wahrscheinlich aufgrund der Prägung. Ja, weil nicht mehr so viel Material da ist. Ne? Weil der Rest das ist ja wird wahrscheinlich so sein. Gell? Das die ist alle Steelbooks so mit also so geht es mir, also die Steelbooks, die ich so in der Hand hatte. Ja genau, das wird wahrscheinlich an der Prägung oder Prägung geschuldet sein wird eben. Wahrscheinlich schon sein, ja. Aber die Schriftzüge und das Ding, also boah. Also auch wirklich, die Farben. Die Farben und der Glanzeffekt dann auch hier noch, dieser Spotgloss drauf. Also wirklich ein scheißgeiles Steelbook, oder? Hammer. Ja, sehr schönes Steelbook. Hammer. Ja. Sehr tolles Teil. Cool. Also das war dann Romeo und Julia.
Blue Fans Exclusive Nummer 28. Ja, genau. Und ich würde sagen, ich habe auch noch was zu bieten. Das kann die beiden Dinge jetzt nicht mehr toppen. Ist aber auch eine sehr geile Edition und die sehen wir uns jetzt an. Du kannst deine Haut schon ziehen. Wart noch ein paar Jahre. So wie das wird, wenn du. Ja, mein Bauch kann ich und so. Sehr geil. Warte, wir tun das jetzt mal ein bisschen darüber. Ah, meine Edition. Und das Glas ist weg. So, liebe Filmfreunde und Verpackungssammler, wir hatten jetzt Moulin Rouge und Romeo und Julia von Blue Fans und ich darf euch dann noch präsentieren It Follows Kimchi DVD Exclusive Nummer 35 im Full Slip und ich würde sagen, den packen wir jetzt dann auch mal direkt aus. Hier ein bisschen vorsichtig die Folie einreißen. Das ist ja immer so ein bisschen gefummelt. Ja, ist jetzt auch diese Woche endlich bei mir eingetroffen. Also sind zwar nur 3 Neuzugänge, aber es ist ja eh Sabbatmonat. Von daher sagt man, sind dennoch 3 Neuzugänge und wirklich 3 Neuzugänge, die sich absolut sehen lassen können. Jetzt muss man hier das Ganze noch abziehen. Micha, wenn du so lieb wärst, ja. Und das aber bitte auch so unten einklemmst drüben. Ich danke dir. Die Folie tust du immer abheften, gell? Ich schneide nur den Aufkleber aus und tue den rein. Und die Folie kommt dann extra nochmal in eine andere Folie und in so einen Ordner rein und dann. Genau. So, liebe Freunde, also hier der Schuber It Follows im Full Slip. Auch hier eine Titelprägung, kann man sagen, leicht. Hat so einen kleinen schimmernden Effekt, so einen Regenbogeneffekt. Ist jetzt hier im Schatten leider nicht so gut erkennbar, aber ich werde nachher ein paar Close-Up drehen. Und wenn die Sonne drauf scheint, sieht man das etwas besser. Also ist schon cool. Hat ja Mantalab jetzt bei Superman, glaube ich, auch drauf, diesen Effekt. Dann hätten wir hier die Rückseite. Da ist auch die Limitierungskarte aufgeklebt. Ich hole die mal runter. Also die Limitierungskarte. haben wir hier ja Nummer 35. Limitierungsnummer ist, glaube ich, die 303 oder 308. 303, ne? 303 ja. Von 700. So sieht der Schuber, hier sieht man schon ein bisschen den Regenbogeneffekt, ne? Und ja, so sieht der Schuber also aus. Und dann wollen wir mal gucken, was sich darin denn alles befindet. Dann haben wir hier natürlich ein Steelbook. Sehen wir uns gleich noch an. Noch eingeschweißt, finde ich ja sehr cool, dass die immer noch mal eingeschweißt sind zum Schutz eben dieser wunderbaren Edition. Wir haben ein Booklet. Oh. Ja, auch so, das Teil kann man hier aufmachen, wenn man sehen kann. So sieht das im Ganzen aus. Hier kann man es aufmachen und dann ist darin ein Booklet drin. Und hier, was ist das? Poster. Okay. Wow. Also auch nicht schlecht. Riecht ein bisschen. Ja. Ja. Riecht mal. Ist halt noch neu. Ich halt falsch rum, gell? Wie heißt der Film? It Swallows? Nee, It Swallows. Ja, aber ich, weil ich die Szene gesehen habe, also so, dachte ich gleich an Schlucken, aber ja, wir sind ja eh so Schluckspechte. Ja, es wird wieder versaut, aber so wollt ihr es doch haben, gibt's es zu. So, liebe Freunde, dann haben wir hier das Booklet, auch wieder hochwertig verarbeitet. Das ist jetzt, ja, ja, nicht matt, okay, das Bild sieht jetzt nicht so hochwertig aus. Aber das liegt körnig, gell? Muss man schon ganz klar sagen. Hier haben wir wieder diese asiatischen Schriftzeichen. Das ist jetzt typisch vorne asiatisch oder ja koreanisch. Und hinten hast du dann, oder chinesisch, keine Ahnung, ich kann es nicht entziffern. Ja, und hinten hast du es dann wieder auf Englisch drauf. Also, während die anderen Booklets ja komplett auf Englisch waren, ne, ist das jetzt hier so gemacht. Also sehr cool, muss man auch sagen. Und dann kommen wir hier zum wunderbar geilen Steelbook. Also sieht schon klasse aus, oder? Ja. Also ein echt cooles Steelbook. Ich habe ja von It Follows so ein Steelbook. Was von England oder Amerika oder Frankreich? Ich glaube, das dürfte von England sein. England gewesen, glaube ich. Blende ich euch jetzt gleich mal ein und dann vergleichen wir die beiden mal optisch ein bisschen. Das andere hat keine Prägung, aber auch ein cooles Motiv vorne drauf. Und jetzt hier dieses Steelbook ist, glaube ich, Kimchi exklusiv. Da ist mal wieder, endlich wieder ein exklusives Steelbook dabei. Geile Prägung. Rückseite sehen wir uns gleich an, wenn wir denn die Folie entfernt haben. Jetzt muss ich hier nur wirklich den Schlitz drehen. Ich weiß, was ihr schon wieder denkt. Ich muss den Schlitz treffen. Und,
Ja, schwierige Sache, aber wir kriegen es hin. Wir haben hier jetzt Übung. Ist auch Hochglanz, wie man hier sofort sehen kann. Ja, also die lassen sich da nicht lumpen. Unsere Freunde, ja, weißt, das will halt auch in diesen Ordner mit der Folie. So, so, also hier nochmal in Hochglanz ohne Folie. Richtig, Wahnsinn. Richtig Wahnsinn. Geil, ja. Oder? Ja. Also ist ja auch beim Ding. Geil. Die Titelprägung und auch die Lackierung richtig cool. Hier haben wir das Backmotiv dann noch. Ein bisschen dunkel, oder? Würde ich sagen. Ich weiß nicht, ist das jetzt hier ein Fussel oder ein Kratzer? Keine Ahnung, muss man nachher mal drüber gehen. Mit diesen Gummiteilen kriegst du eh nichts weg. Dann gucken wir uns mal die Innenseite an. So sieht das Ganze von innen aus. Da haben wir hier wahrscheinlich wieder Artcuts drin. Sehr cool, zeige ich euch gleich. Und hier die Disc. Es gibt natürlich keinen deutschen Ton, aber wer braucht den schon? Wir sind O-Ton-Gucker. Gell? Stefan vor allem. Schönen Grüße an dich. Mein lieber Freund, du weißt, wie es gemeint ist. Innendruck. Auch cool. Ja. Auch cool. Ja, Swimmingpool oder irgendwie. Gell? Ja. So. Ich habe den Film jetzt noch nicht gesehen. Ja, das war die Endszene gewesen. Hast du den Film schon gesehen? Ja, ich habe den Film schon gesehen. Und wie findest du den Film? Er ist nicht schlecht. Er ist nicht schlecht. Ist anders. Ist es jetzt erstmal so ein was, Horrorfilm? Slasherfilm? Slasher würde ich jetzt nicht sagen. Slasher geht schon in Horrorrichtung. Okay. Ist mal was anderes. Das okay, ist, cool. Was man so noch nicht so gesehen hat. Okay, freue ich mich gut. Drauf. Der ist gut. Also, okay. Und dann besonders, weil die Schauspielerin mitmacht von dem Film The Gas, die blondhaarige. Gefällt dir, oder? Ah ja, die fanden die nicht schlecht. Was sagt deine Frau dazu? Ja, was soll die denn sagen? Hallo, schöne Grüße an dich. Ja, meine sagt auch nichts dazu. Angucken, nur gucken, nicht anfassen. So sieht's aus. Ja. Hat man eh nicht die Möglichkeit, daran zu fassen. Ja, jetzt dann mit diesem Virtual Reality. Mit dem drin stand nur dabei. Ja, also da musst du schon, kann dir schon mal was ins Auge gehen bei solchen Filmen. Okay, dann haben wir hier eine kleine Karte. Kimchi The Blue Collection. Ja, Wollingen. Ein Zertifikat noch dazu. Legen die auch hier auf die Seite. Und hier haben wir nochmal einen Briefumschlag. Auch schön hier mit der Schrift drauf. Und vorne hat der einen Aufkleber. Und dann machen wir mal den Aufkleber weg. Ich weiß nicht, das reißt nee. Ich hasse das. Ich hasse das. Lass das. Ich hasse das. Ja, das wird jetzt ein bisschen schwierig, da müssen wir wahrscheinlich eh das Video schneiden, weil jetzt müssen wir vorsichtig sein. So, wir haben es geschafft. Operation gelungen, Patient tot. So. Cool, und dann haben wir hier ein paar Karten. Okay. Die halte ich jetzt mal hier vorne rein. So sehen die aus. Das sind jetzt, glaube ich, so Kino-Werbeplakate auch ein bisschen. Und dann hier so Szenenfotos. Okay. Mhm. Die sind jetzt auch auf Mattenpapier, ne? Scheint jetzt der neueste Trend zu sein irgendwie. Entweder ist es günstiger oder keine Ahnung. Das Ganze sieht so von hinten aus. Also saucoole Edition. Ja. Auch mit diesem Steelbook und diesem coolen Schuber muss man schon sagen. Also wirklich auch ein tolles Steelbook. Da könnte man jetzt gleich hier schon eine neue Top 3 drehen. Ja. Was würdet ihr sagen von diesen drei Steelbooks Nummer 1? Ich würd Romeo und Juliet auf 1 setzen. Ja. Und das auf 2 und das auf 3. Ja. So würde ich es auch hinsetzen. Das wäre jetzt bei mir auf Platz 1. Echt? Ja. Cool. Geschmäcker sind verschieden. Ja, das wäre jetzt bei mir auf Platz 1. Ja, es ist schwierig, es ist anders, aber es hat so eine geile Lackierung. Es ist einfach cool. Scharf aus, also wirklich. Die anderen sind richtig cool, aber das ist einfach weniger ist manchmal echt mehr. Ja, das stimmt schon auch. Wenn man sich das wirklich so auf sich wirken lässt, das ist schon. Oh, das ist schon geil. So, liebe Filmfreunde, das waren also meine Neuzugänge der Kalenderwoche 28. Ja. Genau. 28. Mit meinem lieben Freund Roland und den Micha von Michas Filmwelt. Auch natürlich lieber Freund, nicht dass ich jetzt hier so Seitenhilfe aller Van Damme bekomme. Hey, ihr wisst ja, der große Van Damme-Fan hier hat alle Tricks auf Lager. Ne? Okay, also das war's von unserer Seite aus. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und Servus! Super, Freunde. Was für ein geiles Unboxing, hey. Ja.